Hi, ich bin Lela, ich bin 13 Jahre alt. Ich gehe in die 7a und ich wohne derzeit in Spanien. Ich bin Jona, bin gerade in der 4b und wohne in Österreich. Ich bin Anna-Sophia und in der 4b und bin 9 Jahre alt. Mein Name ist Hugo, ich bin in der Klasse 4a und ich komme aus Deutschland und ich bin 11 Jahre alt. Ich bin John und ich komme von der 4. Klasse und ich bin gerade in Iran. Ich lerne hier gerne, weil die Lehrer gut unterrichten können. Weil ich nicht meine deutsche Sprache verlieren will, weil ich gerade in Iran bin. Ich lerne gerne an der WVH, weil es irgendwie so spielerischer gestaltet ist als in einer normalen Schule. Manchmal spielen wir Spiele, es gibt dann zwischendurch so 5 Minuten Pausen. Ich finde, weil die Lehrer hier einfach besser erklären und ich hier besser verstehe, auch weil wir auch Erklärvideos und so mal dazu machen. Ich finde, dass die Lehrer und allgemein die Schulatmosphäre sehr schön ist und dass man nicht unter so einem Druck steht wie an einer Mauerschule. Also ich finde die Kahoots immer toll, weil da werden die Fragen, die wir auch hatten, auch nochmal so gemacht, dass man dann auch wirklich eingespeichert hat. Es gab viele schöne Erlebnisse, aber es war wahrscheinlich eins der Schulveranstaltungen. Ich glaube, mein schönstes Erlebnis hier war, meine beste Freundin kennenzulernen, weil ich dadurch sehr viele schöne Momente hatte und noch nie einen Menschen getroffen habe wie sie. Ich habe eine Schach-AG gegründet. Ich habe eine Tanzgruppe gegründet, die läuft aber leider nicht mehr. Sonst in den Projektwochen habe ich ein offenes Gespräch über SeaWorlds mitgemacht und andere verschiedene Sachen. Ich baue für die Klasse in Life Skills manchmal so Minecraft oder Gymkit Maps. Bisher hatte ich ein Wetterprojekt mit einer Freundin und einem Freund hier, wo wir dann halt ein Thermometer bauen mussten und ein Referat drüber halten mussten, über was der Unterschied zwischen Wetter und Klima ist. Man hat durch das digitale Lernen, finde ich, viele verschiedene Möglichkeiten und es unterscheidet sich auf jeden Fall von dem Lernen an einer Mauerschule. Es gibt natürlich Vor- und Nachteile so, aber das ist auf jeden Fall schön und man hat mehr Freiheiten. Dass man halt jeden nur über den Bildschirm sieht, also dass man mehr auf dem Laptop schreibt oder nicht so viel auf dem Papier. Ich finde es halt wesentlich einfacher, weil hier sind auch weniger und Leute und so. Weil ich war auch auf einer normalen Schule, da war es aber überfüllt, Schlägereien und alles. Und das kann ja hier gar nicht passieren. Ich finde, mit den Lehrern an der WVH kann man mehr auf einer Wellenlänge kommunizieren und sie sind freundlich und sie verstehen einen gut. Sie machen den Unterricht spielerischer und ich habe irgendwie das Gefühl, sie sind netter als auf normalen Schulen. Die Lehrer können gut erklären und man geht also schrittweise durch. Die helfen mir ein bisschen besser und erklären ein bisschen besser in einer Online-Schule. Ich finde, dass sie so nett sind und dabei aber auch gut erklären können. Ich schreibe meistens den Herrn Schwarz an oder meine Klassenlehrerin. Ich habe Freunde hier an der WVH, die mir mit Technik oder irgendwelchen anderen Problemen gut helfen können. Und wenn sie es selbst nicht wissen, dann kann ich natürlich auch die Lehrer fragen. Also mir wird dann Hilfe angeboten, kann ich dann auch annehmen. Und wenn, dann machen wir es vielleicht über einen privaten Chat, wenn ich mal das Notizbuch im Inhalt nicht habe. Oder sie fügt es mir nochmal ein und dann zeigt sie es uns auch, dass wir es dann im Nachhinein auch können. An einer gemauerten Schule muss man viel mit den Aufgaben selbst klarkommen und kann nicht wirklich gut die Lehrer fragen, wenn man mal Probleme hat. Und hier an der Schule
geht es natürlich viel einfacher. Wenn man mal Probleme hat, kann man den Lehrer gleich anschreiben und mit ihm telefonieren oder er erklärt es einem so über Text. Der größte Unterschied finde ich, dass die Klassen auch viel kleiner sind, weil manchmal sind die Klassen mit den normalen Schulen so überfüllt und dass man die Mikros auf jeden Fall an- und ausmachen kann, dass, wenn zum Beispiel jemand anderes singt und das Mikro aus hat, hört man es halt nicht, was dann auch entspannt ist.